Hey, 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 vor kurzem war es endlich soweit. Canon und Sony haben ihre, in Anführungsstrichen, Flaggschiffe präsentiert, also die 90D und die A6600. Und nun stellt sich die Frage, okay, welche Kamera soll ich mir jetzt kaufen? Soll ich mir eine klassische DSLR zulegen oder soll ich mir eine neue DSLM kaufen? Eine Frage, die sich natürlich nicht so leicht beantworten lässt, weil schlussendlich musst du selber wissen, ob du beispielsweise, wenn du schon von Sony eine Kamera hast, bei Sony bleibst oder dir vielleicht überlegst, okay, es wird Zeit für einen Systemwechsel, von daher würde ich von Sony auf Canon springen oder andersrum. Vielleicht sagst du dir auch so, Canon hat es in den letzten Jahren einfach grundsätzlich nur in Anführungsstrichen verkackt. Deshalb wäre jetzt ein Systemwechsel von Canon auf Sony mit der A6600 eigentlich das Beste, was mir gerade passieren kann. Bevor du darüber aber überhaupt nachdenkst, soll dieses Video dir nochmal aufzeigen, okay, die 90D kann das und die A6600 kann das. Ob das am Ende dann für dich eine Rolle spielt bei der Überlegung, kaufe ich mir eine von den beiden Kameras, kann ich nicht beurteilen. Aber mit diesem Video wirst du auf jeden Fall nochmal sehen, was die einzelnen Kameras an sich können und am Ende vielleicht sagen, okay, die Kamera ist besser als die Kamera. Und wenn wir jetzt einfach mal anfangen, dann fangen wir auf jeden Fall mit dem Crop-Faktor an, was ja für viele einer der wichtigsten Punkte ist. Bei Canon ist es 1,6 und bei Sony ist es 1,5. Sony hat leider Gottes, und das ist sehr ärgerlich, einen alten Sensor verbaut und du bekommst hier 24,5 Megapixel, während Canon einfach mit einem neuen Sensor aufwartet und dir 32,5 Megapixel zur Verfügung stellt. Die Verschlusszeit bei der Canon ist auch minimal besser als die bei der Sony, denn hier bekommst du ein 1/8000stel und hier bekommst du ein 1/4000stel. Und wir wissen alle, wenn wir jetzt von den Objektiven ausgehen, weil ja Objektive natürlich auch sehr, sehr ansprechend sein müssen, haben wir hier den E-Mount. Das heißt also, wir können keine anderen Objektive adaptieren, nur mit Hilfe eines Adapters. Und bei der 90D bekommen wir die EF- bzw. EFS-Objektive zur Verfügung gestellt. Heißt also, wir können auch die Vollformatlinsen auf der APS-C-Sensorkamera nutzen. Die 90D hat wiederum nur in Anführungsstrichen 45 Kreuzsensoren für den Fokus. Das ist jetzt nicht so viel. Besonders nicht, wenn man sich dann die Sony anguckt, die einfach mal 425 Fokuspunkte besitzt und man sich so denkt, okay, 425 zu 45, ja, das geht schon mal gar nicht und kann man auch nicht nachvollziehen. Kurz zwischendurch muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, dass der Sensor in der Sony A6600 auf jeden Fall kein neuer Sensor ist, denn den gab es schon in der 6000, in der 6300, in der 6500, in der 6400. Also ein älterer Sensor, kein Sensor aus der neuesten Generation, wie es beispielsweise in der Fuji X-T3 ist. Dort wurde ein Sony-Sensor verbaut, der weniger Rolling Shutter besitzt und der beispielsweise bei 4K mit 200 Mbit anstatt 100 Mbit aufnimmt. Da fragt man sich natürlich, warum hat Sony den jetzt nicht in die A6600 verbaut? Immerhin soll es ja das neue Flaggschiff sein. Man weiß es nicht so genau. Im Gegensatz dazu hat Canon auf jeden Fall einen ihrer neuesten Sensoren in die 90D verbaut, was für Canon schon ein sehr, sehr guter Sprung nach vorne ist. Wiederum muss ich sagen, was ich auch gerade schon gesagt habe, 45 Kreuzsensoren, wenn ich durch den Sucher schaue, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Also, wenn ich halt im LiveView über 5000 Pixel zur Verfügung gestellt bekomme, indem ich dann halt an meinen Fokuspunkt setzen kann durch den Sucher, aber nur 45 Kreuzsensoren bekomme, dann frage ich mich so, ey Canon, was zum Henker habt ihr da eigentlich verkehrt gemacht? Im Gegensatz dazu hat Sony wie immer alles richtig gemacht, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Wunderbarer Punkt bei der Sony ist auf jeden Fall, es gibt keinen eingebauten Blitz mehr. Ich habe ja diesen eingebauten Blitz eh schon immer gehasst, weil er einfach nur Front in die Fresse blitzt und alle Bilder somit mehr oder weniger kaputt macht und es einfach auch nicht schön aussieht. Bei der 90D bin ich mir gerade unsicher, da könnte es vielleicht doch noch möglich sein, aber ich hoffe natürlich nicht, ich hoffe es einfach nicht. Schlussendlich war es ja damals so, dass das eigentlich alle APS-C-Sensorkameras von Canon mit einem integrierten Blitz gebaut wurden und der war einfach kacke und der ist heute immer noch kacke und nein, das benötigt man nicht, den soll man einfach nicht verbauen.
ist nicht notwendig. Was notwendig ist für Filmschaffende, ist auf jeden Fall, dass beide intrigierte Mikrofoneingänge haben, beide auch intrigierte Kopfhörerausgänge. Das heißt also, du kannst während du filmst, also dein Mikrofon selbstverständlich einstecken, gleichzeitig aber auch Kopfhörer einstecken, damit du während des Films sofort hörst, ob der Ton sauber ist oder aber unsauber ist, um dann während der Aufnahme bzw. die Aufnahme zu stoppen, um noch Einstellungen vorzunehmen. Bei beiden genau dasselbe in grün. Jetzt muss man aber sagen, die A6600 bekommt einen 5-Achsen-Stabilisator und die 90D nicht. Ist für Filmschaffende vielleicht, die gerne außer Hand filmen, ungeil. Überhaupt nicht toll. Also ich persönlich muss sagen, so ein 5-Achsen-Stabilisator sollte Standard sein in jeder Kamera, die neu gebaut wird, egal ob APS-C oder Vollformat, spielt keine Rolle. Ein 5-Achsen-Stabi gehört einfach in jede Kamera. Und ja, auch wenn man nur damit fotografieren will und so ein 5-Achsen-Stabi sicherlich den Preis nach oben treibt, sorry, aber das sollte Standard sein. Also wirklich, gehört für mich irgendwie dazu. Genauso wie für mich dazu gehört, das haben jetzt auch beide Kameras, beziehungsweise Sony hatte es schon länger, Canon steigt endlich damit ein, den Augen-Autofokus. Ja, Canon besitzt jetzt auch einen Augen-Autofokus und das sogar nicht nur im Fotomodus, sondern auch im Videomodus, was wiederum auch bei der A6600 nicht nur im Fotomodus existent ist, sondern auch im Videomodus. Das heißt also, bei der A6600 kriegst du den Real-Time-Augen-Autofokus dazu. Das heißt also, du kannst während der Videoaufnahme grundsätzlich die Augen scharf stellen, was einfach nur perfekt ist, und auch die Canon-Kamera kann das selbstverständlich. Das ist ein Feature, was ich auf jeden Fall sehr, sehr stark feiere. Alleine schon in meiner A7 III, der Augen-Autofokus im Fotografiebereich ist mega gut. Dass es den jetzt in der Sony auch noch im Videobereich gibt, ist auch richtig geil. Und sogar Canon fängt jetzt nach gefühlt 5 Jahren damit an, einen Augen-Autofokus zu benutzen. Auch das ist sehr, sehr nice, auch wenn sie der Zeit ein wenig hinterherleben. Haben sie ihn jetzt endlich verbaut und viele da draußen können sich freuen, als Canon-User, wenn man jetzt auf die 90D umsteigt, auch mit einem Augen-Autofokus nicht nur im Fotografiebereich, sondern auch im Videobereich zu arbeiten. Das ist in beiden Kameras echt eine nice Geschichte. Und falls du dir schon immer gewünscht hast, Slow-Motion-Aufnahmen zu tätigen, mit beiden Kameras ist das möglich. Full HD, 120 Frames. Wobei, hier gibt es jetzt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Dann nämlich funktioniert der Autofokus nicht so gut, beziehungsweise gar nicht bei der 90D, wie es halt bei der A6600 der Fall ist. Denn hier funktioniert der Autofokus präzise und du kannst sogar mit Ton aufnehmen, während das bei der Canon 90D leider nicht geht. Sehr, sehr ärgerlich. Genauso ärgerlich ist es auf jeden Fall auch mit der Überhitzung. Wenn du Videos aufnimmst in 4K, dann hat die 90D ein größeres Problem als die A6600, denn hier kommt die Kamera nicht so leicht ins Schwitzen, wie es halt die Canon 90D macht, und das ist schon echt ärgerlich. Ärgerlich ist es auch, dass in beiden Kameras 4K mit 30 Frames zur Verfügung gestellt werden und nicht mit 60 Frames. In der heutigen Zeit wäre das eigentlich eines der Formate, die man vielleicht einbauen sollte. Also ein Videoformat 4K, 60 Frames sollte vielleicht auch Standard sein in der heutigen Zeit. Bin mir leicht unsicher. Und vielleicht hätte man auch für Full HD anstatt 120 gleichzeitig auch noch 240 oder 480 Frames in beiden Kameras anbieten sollen. Das ist schon echt ärgerlich. Bei Sony ist vielleicht dann aber der Nachteil, die Speicherkarte kann nur UHS 1, wobei hier die Speicherkarte bei Canon UHS 2 fähig ist. Also Standard der letzten 10 Jahre eingebaut, Standard der vor 20 Jahren war eingebaut. Super, oder? Also finde ich richtig gut. Beide haben auch nur einen Kartenslot. Das soll jeder selbst entscheiden, wie er die ganze Geschichte sieht. Eine APS-C-Sensorkamera wahrscheinlich nicht verkehrt, nur mit einem Kartenslot zu arbeiten. Trotz all dem hätte man sich vielleicht auch einen zweiten Kartenslot gewünscht. Und bei der A6600 kommt auch noch das große Fauxpas in meinen Augen, was ich schon immer gehasst habe, die Speicherkarte unten in der Nähe des Akkus mitzuverbauen. Ist halt auch Kacke. Also kann ich nicht nachvollziehen, wie man da die Speicherkarte hinsetzen kann. Ach ja, Canon und Sony, ey, manchmal fragt man sich echt, was geht in euren Köpfen denn bitte vor? Natürlich
kann man 4K mit 60 Frames verbauen und ihr beide habt es nicht gemacht. In der heutigen Zeit wäre für mich 4K mit 60 Frames auf jeden Fall Standard. Dass es bei Sony jetzt nicht unbedingt geht, weil die OS-1 Speicherkarte das nicht wirklich gebacken bekommen würde, okay. Das Canon, das mit der OS-2 Speicherkarte trotzdem nicht verbaut, nicht so ganz nachvollziehen. Und dann kommt hinzu, dass Canon ja auch noch Pixel-Binning macht. Also es ist kein reines 4K, also kein echtes 4K, sondern hochskaliertes 4K, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 3,5K auf 4K hochskaliert. Freunde bei Canon, also super, dass ihr endlich 4K nicht croppt. Dass ihr dann aber 4K hochrechnen müsst, also hochskaliert, ist echt, echt, echt unterste Schublade. Also auf der einen Seite super, auf der anderen Seite, ey, man hätte auch wirklich echtes 4K reinsetzen können. Und dann selbst dann immer noch mit 60 Frames. Aber das geht an beide Hersteller. Beide haben da für den Videografen so ein bisschen Und solltest du vielleicht ein Fotograf sein oder gerne im Studio fotografieren, beziehungsweise mit Blitzen, also mit externen Blitzen fotografieren, dann ist vielleicht die 90D die bessere Wahl, denn hier gibt es die Infrarotunterstützung, also Blitze. Es gibt ja genug Blitze, die halt Infrarot mitverbaut haben. Und ja, Canon unterstützt genau das, was die A6600 leider nicht macht. Die unterstützt das nämlich nicht. Wobei die A6600 aber eine Blitzsynchronisation von 1/160 hat, während die 90D die Blitzsynchronisation bei 1/250 hat. Aber trotz alledem, wenn du mit Blitzen arbeiten möchtest, die Infrarot können, dann ist die 90D wohl oder übel die bessere Wahl, würde ich sagen. Vielleicht auch in Bezug auf die Akkuleistung. Denn also zum einen kennst du den Akku ja mehr oder weniger schon aus der 6D Mark II und so weiter und so fort. Und zum anderen hält der Akku 1300 Bilder durch, die du dann schießen kannst. Die A6600 besticht natürlich auch mit einem neuen Akku. Der kommt beispielsweise aus der A9 oder aus der A7 III. Der Z-Akku, nicht mehr der W-Akku, den wir halt in der A6400 und Co. zur Verfügung stehen hatten. Aber du kannst halt, wenn überhaupt, knapp 800 Bilder damit schießen und dann ist der Akku tot. Das waren selbstverständlich noch längst nicht alle Spezifikationen. Es gibt noch viele, viele mehr, die jetzt hier aber im kompletten Video auseinanderzunehmen, war für mich nicht wirklich notwendig, denn ich glaube, die Spezifikationen, die ich dir jetzt aufgezeigt habe, werden dir schon helfen, dich zu entscheiden, ob du die 90D oder die Sony A6600 kaufen möchtest. 90D kostet 1300, Sony A6600 kostet 1600, sobald sie erscheinen werden. Beide werden Pi mal Daumen im Oktober bzw. November 2019 erscheinen. Das heißt also, du könntest dir zu Weihnachten eine der beiden Kameras kaufen, so als Weihnachtsgeschenk. Beide sind auf jeden Fall im Fotografiebereich und im Videobereich gute Kameras, wobei du mit der Canon vielleicht mehr Wildlife-Fotografie machen kannst, da du hier mehr Details bekommst, neuer Sensor, mehr Megapixel, heißt also auch mehr Details im Bild. Und die Sony, würde ich sagen, eignet sich mehr so für die Videografie durch den Realtime-Tracking-Modus, durch den Realtime-Augen-Autofokus und durch den 5-Achsen-Stabilisator, den du halt in der 90D nicht hast. Das heißt also, hier bekommst du, sag ich mal, in meinen Augen mehr als Videograf und in der 90D bekommst du mehr als Fotograf. Am Ende liegt das Ganze natürlich an dir, ob du jetzt eine von diesen beiden Kameras kaufen möchtest, beziehungsweise ob du die überhaupt sagst, ja, 90D, A6600, beide Kameras klingen irgendwie gut, aber am Ende will ich gar nicht umsteigen, ich bleib einfach bei meiner aktuellen Kamera, beziehungsweise bei meiner alten Kamera, die ich schon 1, 2, 3, 4 Jahre habe oder 1, 2, 3, 4, 5 Monate, mit der komme ich wunderbar zurecht, momentan brauche ich nichts anderes. Das kann natürlich auch alles gut möglich sein. Das sollte dir auf jeden Fall nur aufzeigen, wie die Kameras quasi mit ihren Spezifikationen auf dich zukommen und du dir sagst, okay, die Spezifikation sieht ganz nice aus und die sieht ganz nice aus und hier ist sie nicht so toll und hier wiederum ist sie super toll. Den Kauf bzw. die Entscheidung, ob du diese jetzt kaufen sollst, die liegt nicht bei mir, die liegt bei dir.
Sollte dir aber dieses Video gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video noch mit deinen Freunden, damit auch die sehen, welche, ich sag mal, minimalen Unterschiede es zwischen der 90D und der A6600 gibt. Dann gibt es hier irgendwo zwei weitere Videos, da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.